Herzlich willkommen zum nächsten Teil von The Raven. Und da wollen wir mal gucken. Wir hatten ja letztes Mal mit der Lady Westmacott gesprochen und dem Kapitän am Schluss. Und jetzt würde eigentlich für uns anstehen, dass wir mal den Tatort besichtigen. Und zwar bei der Baronin in das Zimmer gehen. Und das ist auch das, was wir gleich einfach mal als erstes machen werden. Wollen wir mal gucken. Das war hier vorne ja nochmal durch. Und dann schauen wir, was da auf uns zukommt. Das ist der erste Mordtatort, mit dem ich zu tun habe. So, dann gucken wir uns hier doch einfach mal um. Ich weiß jetzt nicht, da haben wir einen Reiseschrank. Ich betrachte einfach mal alles, was wir betrachten können. Noch ein Alarmmelder. Dieser hier wurde irgendwann mal betätigt. Der Draht der Verplombung ist gerissen. Aber ob das gestern oder vor 5 Jahren passierte, lässt sich nicht erkennen. Der unhandlichste Reiseschrank, den ich jemals gesehen habe. Mal sehen, ob wir den öffnen können. Ja, was denn? Eine portable Bar würde ich das nennen. Also. Muss unglaublich anstrengend sein, das große schwere Ding heil durch die halbe Welt zu transportieren. Und die Baronin hatte Glück, dass die hinteren Transportwaggons bei der Explosion nur leicht beschädigt wurden. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass die Baronin nicht so selten betrunken war. Auf dem Schreibblock prangt das Emblem des Schiffs. Vermutlich bekommt man so etwas in den Erste-Klasse-Kabinen gestellt. So, kommt jetzt meine Durchrubbelnummer hier. Also, Maustaste festhalten und ein bisschen. Seien Sie bitte um 22 Uhr im Salon an Bord. Dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. Wer kennzeichnet das? Da muss es doch eine Unterschrift geben. Da, B. Oder B. Oder da so. Steht, Inspektor, seien Sie um 22 Uhr im Salon. An Bord dieses Schiffes ist ein Mörder und ich werde ihn entlarven. B. Die Baronin scheint ihren Mörder gekannt zu haben. Und damit ist klar, dass der Rabe nicht der Mörder sein kann. Er hat nie jemanden umgebracht. Legrand hat die Nachricht vermutlich nie erhalten. Sonst hätte er etwas davon gesagt. Also Inspektor stand jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich nehme mal an, das passt schon so. Tja, was können wir uns denn jetzt noch angucken? Wollen wir mal schauen, ob hier noch irgendwelche Sachen für uns interessant sind. Die Kleiderpuppe gehört sicherlich zum Inventar der Kabine. Eine Kleiderpuppe für die Sachen der Baronin müsste großzügiger dimensioniert sein. Das ist aber nett ausgedrückt. Sonnenblumen. Vermutlich von Van Gogh. Der hat ja haufenweise sowas gemalt. Allerdings dürfte es sich trotzdem nicht um ein Original handeln. Die kosten Tausende von Franken. Ja, und heute ganz sicher noch viel mehr. So, hier ist irgendwie nichts. Dann gucken wir mal hier vorne. Eine große, hässliche und obendrein auch noch unpraktische Vase. Hätte sie eine größere Öffnung, könnte man sie immerhin noch als Schirmständer benutzen. Wieder so ein Objekt, das man öfter angucken muss, eventuell. Man kann nichts erkennen. Boah, schwerer als sie aussieht. Aha. Also das ist jetzt aber nicht schwerer wegen den Daunenfedern, oder wie? Nichts Besonderes. Obwohl, es sieht aus, als sei eine Feder an der Spitze angesenkt.
verbrannt geradezu. Ich nehme sie mal mit. Gibt für mich noch nicht wirklich Sinn, aber schauen wir mal. Ich suche Schrank auch hier drüben, das geht dann auch noch, betrachte Gepäck. Können wir gleich machen. Mal gucken. Fangen wir erstmal hier an. Ein Tonbandgerät. Dürfte zu den fest eingebauten Lautsprechern und damit zur Kabinenausstattung gehören. Das Tonbandgerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber es war mal sehr teuer. Obere Preis- und Qualitätsklasse. Eindeutig. Sieht jetzt aber nicht so aus, als könnten wir das abspielen, oder? Es ist nur eine Spule im Tonbandgerät. Und das ist die falsche. Nein. Keine Spur von der Originalrolle. Vielleicht hat die Baronin was draufgesprochen und der Täter hat es mitgenommen, weil das irgendwo der Beweis wäre, dass er ein Mörder ist oder sie oder wer auch immer. Vielleicht ist sie auch eine Mörderin. Eine Spule von Saibling. Ich kenne die Marke. Bänder von Saibling sind darauf ausgelegt, viele Male überspielt werden zu können, ohne so stark an Qualität zu verlieren wie andere Bänder. Sie werden zum Beispiel in Büros eingesetzt, in denen der Chef seiner Sekretärin immer neue Briefe auf ein und dasselbe Band spricht. Für viel mehr sind sie aber auch nicht zu gebrauchen. Ihre Robustheit geht zulasten der Tonqualität. Ja, ich nehme das Ding mal mit. Oder kann man die jetzt abspielen? Nee, kann man nicht. Vielleicht finden wir ein anderes Tonbandgerät. Jetzt haben wir hier noch einen Blutfleck, so wie es aussieht. Auf der Matratze ist noch ein Blutfleck zu sehen. Das Laken und die Bettdecke wurden schon entfernt. Vermutlich, damit sie untersucht werden können. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe vorhin was vor dem Bett gesehen, ob man das... hier. Da ist ein Laken, nämlich was. Vielleicht sind das auch noch Federn? Irgendetwas ist da. Noch mehr Daunenfedern. Und auch diese sind angesenkt. Ich stecke sie zu den anderen. Also hat jemand durch ein Kissen geschossen und dabei das Kissen zerstört und Daunenfedern sind runtergefallen und durch die Kugel und den Schuss oder vorne durch das Mündungsfeuern sind die angesenkt oder deute ich das jetzt alles völlig verkehrt? So, da ist nichts. Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Also irgendwie gefällt mir das noch nicht. Da muss er was zu dem Blutfleck noch mehr sagen, oder? Kann man den nicht genauer angucken? Nichts. Kann es doch nicht sein. Ich will doch mehr Infos zu dem Blutfleck. Der Blutfleck ist und bleibt der einzige Hinweis, dass hier ein Verbrechen verübt wurde. Irgendwie... Das ist seltsam. Das Blut ist so rot. Müsste es nicht mit der Zeit durch die Luft immer dunkler werden? Bräunlicher? Ist das vielleicht gar kein Blut? Ja, nichts, um was mitzunehmen, ne? Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Gebhardt heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Ja, du bist ja lustig. Wie soll ich denn eine Probe nehmen? Die ungewöhnliche Färbung... Ich sollte eine... Okay, das haben wir schon gehört. Ich kann ja wohl kaum mit der Zange da irgendwas nehmen. Oder... Nee, ich habe nichts, womit ich das mitnehmen kann. Na gut, schauen wir uns erstmal hier vorne um. Gepäck hatte ich, glaube ich, vorhin, ne? Oder? Die Baronin scheint keine Zeit gehabt zu haben, ihre Koffer auszupacken. Oder besser gesagt, ihren Butler anzuweisen, die Koffer auszupacken. Das alles zu durchsuchen dürfte Stunden dauern. Aber hier... Die Handtasche der Baronin. Aha. Ein kleines, in Leder gebundenes Buch.
Die Jahreszahl 1964 ist eingraviert. Es dürfte das Tagebuch der Baronin sein. Nein, ich gucke natürlich nicht rein. Vielleicht nochmal die Handtasche durchsuchen. Vielleicht ist ja noch was drin. Kosmetik, ein Taschentuch, ein Brillenetui. Nichts Außergewöhnliches. Mal sehen. Ja, es ist tatsächlich ein Tagebuch. Schwer zu lesen. Kein Eintrag von gestern. Sie beschreibt kurz und nüchtern, was sie in letzter Zeit gemacht hat. Maurice getroffen, Benefizkonzert für Renovierung Louvre Südost vereinbart. Times Fototermin Auge der Sphinx. BM. Unfähiger Fotograf, zu umständlich. So geht es weiter. Dieser Eintrag sieht seltsam aus. Die Schrift ist zittrig, schwer zu lesen, von Bubi geträumt. Gestern wäre sein Geburtstag gewesen. Nächste Woche der von J. Okay, das bringt mich noch nicht so wirklich weiter, aber wenn diese Daunenfedern da drin irgendwie angekohlt waren und die vor dem Bett auch, und wenn meine Vermutung stimmen sollte, dass irgendwie durch einen Kissenbezug oder durch ein Kissen geschossen wurde, dann fehlt uns einfach letzten Endes der Bezug des Kissens. Und vielleicht ist der doch hier mit drin. Und man muss. Warum wurden die Daunen in die Vase geworfen? Oder ist da noch mehr drin? Gut möglich, dass sich im Bauch der Vase etwas befindet. Aber der Hals ist zu eng, als dass ich mit der Hand hineingreifen könnte. Dann nehmen wir die Zange. Das müsste ja passen. Könnte klappen. Da ist etwas. Na? Das hier hat jemand in die Vase gestopft. So etwas könnte passieren, wenn man ein Kissen um eine Schusswaffe wickelt, um den Knall zu dämpfen. Wenn das kein bedeutender Fund ist, weiß ich auch nicht. Auf zu Le Grand. Ja gut, damit ist der nächste Schritt klar. Dann gehen der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Gebhardt sie eintrat. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Mal angenommen, der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aufs Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Gebhardt die Tür auftrat, was unwahrscheinlich ist, denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Ja, wie denn jetzt? Durchs Bullauge dann irgendwie nach draußen oder was? Die Bullaugen sind verschlossen und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Tja, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? Da oben, ach, eine Abdeckung, was ist das denn? Hinter der Luke dürfte es einen Lüftungsschacht geben. Normalerweise ein guter Weg, um irgendwo unauffällig ein- oder auszubrechen. Aber wir befinden uns auf einem Schiff. Die Lüftungsschächte hier sind sehr eng. Jemand, der besonders gelenkig oder klein ist oder so, könnte ja trotzdem da irgendwie durchgeklettert sein. Ich kann nicht sagen, wieso. Und auch wenn es unmöglich erscheint, aber irgendetwas sagt mir, dass der Mörder die Kabine durch die Tür betreten und verlassen hat. Die Frage ist nur, wie? Egal, wir gehen mal raus. Wir müssen mal gucken, dass wir mit dem Inspektor sprechen über all die Dinge, die wir gefunden haben. Ach, der Butler. Der Butler der Baronin sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Seinen Gesichtsausdruck würde ich als sorgenvoll bezeichnen.
Na gut, wenn man mit ihm reden kann, dann machen wir das auch auf dem Weg. Hallo, Mr. Inch. Oh, Herr Wachtmeister. Sie sehen mitgenommen aus. Es muss schrecklich für Sie sein. Natürlich. Ganz fürchterlich. Niemand wird mich mehr einstellen. Wie bitte? Meine Herrin wurde ermordet. Würden Sie einen Butler einstellen, in dessen Umgebung Morde geschehen? Wenn sich herausstellt, dass sie keine Schuld trifft. Wenn? Aber wenn nicht, wem wird man dann die Schuld in die Schuhe schieben? Gärtner gibt es auf diesem Schiff keine. Ich verstehe Ihr Problem. Unter diesen Voraussetzungen werden Sie mir doch sicherlich einige Fragen beantworten, die helfen könnten, Sie von jedem Verdacht zu befreien. Natürlich. Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, nachdem sich die Baronin in den Salon begeben hatte, bin ich aufs Vorderdeck gegangen. Dort war ich, bis der Alarm losging. Ich bin zum Nebendeck gelaufen und dort kurz nach Professor Lucien und Miss Miller eingetroffen. Dort haben wir sie und den Inspektor Legrand vorgefunden. Sie waren ohnmächtig und der Inspektor bat uns, uns um sie zu kümmern. Haben Sie den Schuss gehört? Nein, nur den Alarm. Sie meinte, Sie seien auf dem Vorderdeck gewesen. Es klang, als hätte die Baronin Ihnen für den Rest des Abends freigegeben. Nicht ganz. Ein Schiffsjunge informierte mich darüber, dass die Baronin dringend um 9:45 geweckt zu werden wünsche. Richtig. Was hatte es damit auf sich? Ich vermute, dass sie mit den anderen Gästen und dem Kapitän auf die Reise anstoßen wollte. Ursprünglich wollte sie sich wohl nicht mehr zwischendurch hinlegen. Das war nicht ihre Art. Sie war sehr ausdauernd, was gemütliche Runden mit dem einen oder anderen Gläschen Champagner angeht. Die Kabine der Baronin scheint durchsucht worden zu sein. Allerdings, von der Baronin selbst. Tatsächlich? Sie hat den ganzen Nachmittag etwas gesucht. Und hat sie es gefunden? Ich glaube, ja. Sie war in Hochstimmung, als sie endlich aus ihrer Kabine kam. Sie wissen aber nicht zufällig, was sie gesucht hat. Ich befürchte, nein. Ob das irgendwas war, was mit dieser Entdeckung zu tun hatte, bevor sie aufs Schiff gekommen ist? Also, mal gucken. Würden Sie die Baronin als ordentliche Frau beschreiben? Nun ja, sie hatte immer sehr viele Verpflichtungen. Das beantwortet meine Frage nicht. Sie nahm stets viel Gepäck mit auf Reisen und ich half ihr, den Überblick zu behalten, so gut es ging. Sie war immer sehr wütend, wenn sie etwas nicht finden konnte. Was ist mit den Fotos und Dokumenten, die ich in der Kabine gesehen habe? Ich weiß es nicht genau. Die waren für mich tabu. Erinnerungsstücke von vor dem Krieg, würde ich sagen. Sie hing sehr an ihnen. Ah, der Alkoholkonsum der Baronin. Mal sehen, was er dazu sagt. Ob er das leugnet, so als Diener, der zu ihr hält. Die Baronin schien recht betrunken gewesen zu sein, als ich sie das letzte Mal lebendig gesehen habe. Tatsächlich. Das überrascht Sie? Trank die Baronin normalerweise nicht? Oh doch. Genug, um es ihr nicht mehr anzusehen. Ich verstehe. Wie schlimm war ihr Alkoholproblem? Schlimm genug, um ihr ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. War sie deswegen in ärztlicher Behandlung? Nein. Sie weigerte sich standhaft, einen Arzt aufzusuchen. Wie viele ältere Damen hatte sie eine starke Abneigung gegen Ärzte, Krankenhäuser und dergleichen. Wie lange arbeiten Sie schon für die Baronin? Etwa ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ich habe immer gedacht, Pater bleiben für Jahrzehnte bei ihren Arbeitgebern. Auch diese Jahrzehnte müssen irgendwann beginnen, Herr Wachtmeister. Ihr vorheriger Butler konnte seine Arbeit nicht mehr erfüllen. Gicht. Verstehe. Ich habe seine Aufgaben übernommen und hoffte auf eine sichere Beschäftigung für die nächsten 20 Jahre. Na gut, das ist jetzt natürlich hinfällig. Darf ich fragen, was mit Ihrem Arm passiert ist? Ein Andenken an den Krieg. Behindert Sie ein steifer Arm nicht bei Ihrer Arbeit? Ja, das tut er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Baronin hatte ein Herz für Kriegsversehrte. Ich glaube, sie hat selber sehr viel durchgemacht. Ich denke, das war erst einmal alles. Bitte finden Sie den Mörder. Sie müssen mich von jedem Verdacht reinwaschen. Der versenkte Kissenbezug ist der Beweis, dass ein zweiter Schuss abgefeuert worden sein muss. Inspektor. Was macht er denn da? Haut er sich Pillen rein? Können Sie nicht anklopfen? Ich wusste nicht. Es tut mir... Ich komme hier einfach nicht voran. Ich gehe jetzt hoch und werde mir jeden Gast einzeln vorknöpfen. Jeden, der kein stichhaltiges Alibi hat, werde ich auf Schmauchspuren untersuchen.
Aber Inspektor... Die Leute machen Fehler, wenn man sie unter Druck setzt, Wachtmeister Zellner. Der Rabe ist nervös. Er hat seine Vorgehensweise geändert und ist zum Mörder geworden. Ich werde es in seinen Augen sehen. Nach Ihnen. Aber Inspektor Legrand... Wir haben keinen Beweis, dass der Rabe und der Mörder ein und dieselbe Person sind. Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich weiß es. Ich werde ihn fassen, mit Ihrer Hilfe oder ohne. Das gibt es doch nicht. Was ist mit ihm los? Es hat keinen Sinn, ihm Theorien darzulegen, wenn seine Meinung so festgefahren ist. Ich brauche Beweise. Oder noch besser, den Mörder. Allerdings brauche ich sein Labor, um voranzukommen. Irgendwie muss ich mir Zugang verschaffen. Und ich sollte dringend mit dem blinden Passagier sprechen. Er könnte Informationen haben und der Inspektor wird ihn ignorieren, weil er zu jung ist, um der Rabe sein zu können. Ja, der Inspektor ist ja besessen. Mal gucken, ob wir hier rankommen. Legrand hat die Tür abgeschlossen. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich könnte es knacken, wenn ich einen Draht oder etwas in der Art hätte. Wenn. Habe ich aber nicht. Mal gucken, was... Ich glaube, in der letzten Folge haben wir hier... Was haben wir denn hier entdeckt? Die Steinchen haben wir entdeckt. Ah, hier, jetzt kann man sie mitnehmen. Ja, man kann sie mitnehmen. Also sind die wahrscheinlich für irgendwas gut, um an den Draht zu kommen oder so. Dann... Mache ich das mal. Wirklich? Was soll ich mit Steinchen? Ja, ist doch egal, denk nicht drüber nach. Obwohl, früher oder später? Werden wir schon irgendjemand bewerfen. Gehen wir mal hoch und gucken, was der Inspektor macht. Herr Kreuzer, Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Legrand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Ja, schauen wir uns noch ein bisschen um. Hier können wir, das ist das Einzige, was ich hier vorne gerade wohl anwählen kann. Das warm gehaltene Frühstück oder Brunch oder was auch immer. Gucken wir mal, was das hier wird. Englische Ham and Eggs. Ein Vorzug auf einer internationalen Reise ist das internationale Frühstücksangebot. Viele meiner Landsleute halten es für unerhört, schon morgens gebratenen Schinken, Würstchen oder ähnlich Deftiges zu sich zu nehmen. Ich hingegen halte Ham and Eggs für den einzig nennenswerten Beitrag der Engländer zur internationalen Esskultur. Ausgezeichnet. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Also ich glaube jetzt fast, das dient nur der Atmosphäre und nicht irgendwo dem Weiterkommen. Es ist unfair. Da steht dieses herrliche Buffet, doch mir fehlt jeglicher Appetit. Eventuell eine Nachwirkung des Betäubungsmittels? Na gut, schauen wir mal, ob die Lady ein bisschen noch was zu sagen hat. Die sitzt ja auch noch hier. Vielleicht gibt die uns ja wieder irgendwie noch einen Kommentar. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck.
Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen, würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Ja, damit wird sie gar nicht so falsch liegen. Also, wir haben ja auch schon gesagt, das ist mehr ein Schmarotzer und nicht irgendwie so ein Mördertyp. Na gut, wir können uns die jetzt nochmal angucken, die hier. Da geht's zum Hinterdeck, da gehen wir gleich mal hin, mal gucken. Herr Kreuzer fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Aber ob Legrand ihn tatsächlich für den Raben hält? Legrand ist in sein Verhör vertieft. Er macht immer noch einen gereizten Eindruck. Das scheint nun der Geiger abzubekommen. Tja, da ist der Legrand wohl irgendwie unter Druck zu liefern. Hm? Okay, wen haben wir denn hier? Da haben wir den Kapitän. Kurz gucken. Handtücher. Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Okay, die brauchen wir also anscheinend nicht. Hier geht man wieder rein. Wer ist das? Miss Myers. Gehe aufs Nebendeck. Na, reden wir mal mit Miss Myers. Miss Myers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Jetzt können wir mit ihr reden. Funktioniert also tatsächlich. Hallo, Miss Myers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden. Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Ist das nicht die Stimme von der, wie heißt sie, die Schauspielerin Spier, die auch irgendwie die Buffy gesprochen hat oder so? Ne? Das könnte sie sein. Ich meine, der Butler hat auch die Stimme von dem Schauspieler, der John Sinclair spricht, in den Hörspielen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein. Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei Ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Ich scheint ja auf einem ziemlich rebellischen Trip zu sein. So. Kapitän Di Conti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. So, wir können ja mal mit dem Kapitän reden. Ich weiß nicht, ob da viel bei rauskommt. Ansonsten würde ich hinterher mal auf das Nebendeck latschen. Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts gegen einen Plausch, aber ich glaube nicht, dass er mir im Augenblick weiterhelfen kann. Ah, okay. Nett vom Spiel, dass du mich darauf hinweist und meine Zeit nicht einfach so... ja, verschwendest. Toll.
haben wir hier? Gehe aufs Hinterdeck. Da können wir wieder ins Schiff gehen. Was haben wir denn da? Die Kisten können wir angucken. Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. Ich glaube, die Gangway ist doch das, wo die Waffe drauf, oder wo irgendwie der Täter die Waffe draufgeschmissen hat aus Versehen, weil der die über Bord werfen wollte, aber die Gangway halt eben hier war, so in dem Moment, und dann blieb die Waffe darauf liegen. Ne? Seltsam, fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht? Tja, das ist schon merkwürdig, ob das dann Absicht gewesen ist. Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Weil er ein Idiot ist, oder was? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir haben jetzt fast 32 Minuten wieder voll. Ich beende diese Folge an dieser Stelle und wir werden beim nächsten Mal hier die Treppe hinaufgehen, denke ich. Und mal schauen, was oben ist. Ich glaube, irgendwo ist auch dieses Shuffleboard, dieses, wo die da so spielen mit diesen, was weiß ich, Stöcken. Und irgendwie verschiebt man da ja solche komischen, weiß ich auch nicht, wie so flachen Steine. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ist jetzt halt ziemlich viel Gerede, aber wir kommen ja irgendwie weiter. Und vielleicht kommen wir der Sache auch irgendwie auf die Spur. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Kapitel noch dauern wird mit dem Schiff. Ich glaube, ewig lang wird es auch nicht mehr sein. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich alles Gute und wie immer am Ende natürlich Tschüss.